In Folge 10 der aktuellen Staffel von Germany's Next Topmodel wird es düster und das liegt nicht zuletzt auch an der Designerin Esther Perband. Die hat ihre neue Kollektion im Gepäck und verriet dazu: Mein Universum ist ein schwarzes Universum. Die Mädchen zeigen sich deshalb in schwarzen Outfits, die das Lebensgefühl und den Zeitgeist von Berlin widerspiegeln. Hinzu kommen harte Techno-Beats, zu denen die Kandidatinnen von Heidi Klum über den Catwalk tanzen müssen. Keine leichte Herausforderung. Berlin steht auch danach im Fokus, denn es geht für die Teilnehmerinnen in einen Späti, also einen Berliner Kiosk. Dort werfen sich die Mädchen in Trainingsanzüge und Sneaker und müssen sich als Schauspielerinnen hervortun. Neben Heidi Klum ist Regisseur Reza mit an Bord, um die Topmodels in Szene zu setzen und zu bewerten. Die Chefjurorin verriet dazu: Meine Mädchen dürfen sich endlich wieder als Schauspielerin beweisen. Es ist einfach wichtig, als Model in andere Rollen schlüpfen zu können. Wenn es gut läuft, bekommt man nicht nur Anfragen für den Laufsteg und Fotoshootings, sondern auch für Filme und Werbungen. Die 47-Jährige muss es wissen, immerhin war sie auch schon in diversen Serien, wie beispielsweise How I Met Your Mother, zu sehen. Als Gastjuror mit dabei ist übrigens kein geringerer als Comedy-Legende Otto Walkes, der den Mädchen im Späti begegnet. Welche GNTM-Kandidatinnen sich schauspielerisch hervortun können? Das sehen Fans am 8. April um 20:15 Uhr natürlich auf Pro7.